Ich glaube, ich hänge hier fest, oder? Also ich komme hier nicht mal raus. Willkommen hier auf Brian's Corner mit einem weiteren Video zu Super Mario Maker 2. Es geht natürlich wieder in die endlose Herausforderung rein. Und dabei wünsche ich euch gute Unterhaltung. An dieser Stelle auch nochmal der Hinweis für diejenigen, die vielleicht das letzte Video nicht gesehen haben sollten. Auch in diesem Video werde ich in der Nachbearbeitung wieder die schlechten, ja, langweiligen Level rausschneiden, ja, damit ihr möglichst nur die schönen und coolen Leveln zu sehen bekommt, die ich jetzt eben auch in dieser Session spielen darf, ja. Das nochmal der Hinweis, wir gehen jetzt auch umgehend wieder rein. Wir sind jetzt bei 468 Level angekommen. Die Zahl sollte ich mir auf jeden Fall mal merken. Und dann schauen wir einfach mal, wo wir denn zum Schluss stehen. Ja, wenn wir dann vielleicht 7 oder 8 schöne Level dann irgendwann mal erreicht haben. Wir haben noch 97 Leben zur Verfügung. Ich würde sagen, wir gehen rein und schauen uns erstmal das erste Level gemeinsam an. Ja, und dann gucken wir mal, wann dann auch irgendwann vielleicht später mal das nächste schöne Level kommt. Das erste Level heißt auf jeden Fall Boss Battle. So, kommt auch als erstes direkt mit einer meiner Lieblinge, die ich hier in dem Spiel habe. Ah, nein! Okay, wir warten mal eben. So, jetzt möglichst dann mal auf die andere Seite rüberspringen. Okay. Das hat schon mal funktioniert. Ich will jetzt nicht hoffen, dass wir jetzt wieder 30 Bosse hier... Okay. So, in dem Fall bleiben wir jetzt einfach mal hier stehen. Bevor wir jetzt noch die anderen Feuerblumen hier einsammeln. So, schön aus der Ferne. Einfach Feuer spammen. Ja. Okay. Gehen wir mal durch die Tür. Ja. Das wäre eben so ein perfektes Beispiel dafür, ne? So ein Level würde ich eigentlich direkt rausschneiden. Ja, wir machen das so. Wir schauen uns das erstmal an. Und dann gucken wir einfach mal, wann denn jetzt wirklich das nächste Level kommt. Ob es vielleicht das schon ist, ich habe keine Ahnung. Es kann sein, dass jetzt gleich hier der nächste Schnitt kommt und 50 Level später irgendwann mal was Schönes kommt. Man weiß es nicht. Wir müssen reingehen und es herausfinden. Speedrun. Ja. Jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt muss ja gut sein. Okay. Ja, also... Ich weiß nicht, also Speedrun verknüpfe ich ja, um ehrlich zu sein, immer damit, dass wir ja auch eine gewisse Zeitvorgabe haben, ne? So, für diejenigen, die eben darauf geachtet haben, wir hatten irgendwie 500 Sekunden, ja? Also, mehr geht eigentlich nicht. Ja, war okay. War okay. Ja? Würde jetzt kein Herz dafür vergeben, aber das Level würde ich zumindest jetzt noch mit ins Video mit reinnehmen. So viel kann man sagen. Wieder ein japanisches Level mit der Beschreibung Rätsel. Okay. Steht das Rätsel jetzt irgendwie daraus, sich den richtigen Weg hier rauszusuchen, oder? Es wird wohl so sein, ne? So, den Weg, den wir jetzt vorhin hier hatten, müsste der hier gewesen sein. War auch jetzt gar nicht so schlecht erstmal, ne? So schlecht war der auf keinen Fall. So, gucken wir mal, wie wir hier weiterkommen. Ah, nein!
Ich glaube, ich hänge hier fest, oder? Also ich komme hier nicht mal raus. Was? Also sollte man im Idealfall auch klein sein, ne? Irgendwann später. Ja, es ist echt, also es ist eigentlich mit das Beste, was du machen kannst. Einfach keinen Pilz schnappen. Ja, klein bleiben, damit du auch durch die kleinsten Lücken auch noch durchkommst. Puh, ey, hat mir jetzt echt einige Nerven gekostet, das Level, ne? Aber so krass innovativ, also mal abgesehen davon, irgendwelche Blöcke einfach da hin zu platzieren. Ja, also auf die Idee bin ich auch schon mal gekommen, so ist das nicht, ne? Ja, ich will kein Herz vergeben, aber Bu hat es auch nicht verdient. Ich sag ja, war ja doch eine gewisse Herausforderung. Und das suchen wir hier ja. Ja, und deswegen war okay. Kommen wir mal weiter. Guck mal, wann denn das nächste vielleicht brauchbare Level kommt. Slipping on Ice. Wir müssen 3 Zehnermünzen sammeln. Das ist die Vorgabe für dieses Level. So, Zeit läuft auf jeden Fall. 99 Sekunden haben wir. Ich denke mal nicht, dass wir die auch so brauchen, oder? Also vielleicht können wir dann doch noch das Level genießen. So, hier ist der P-Schalter. Mit dem kommen wir dann hier rüber. So, dann haben wir auch die erste Zehnermünze. Mal kurz checken, was wir hier oben haben. Vielleicht die nächste dann auch, ne? Weil ich habe jetzt vorhin im Durchlauf hier, weiß nicht. Alles klar, hier ist der zweite. Habe ich jedenfalls keine mehr gesehen. So. Kurz nochmal hier oben schauen, was wir hier haben. Vielleicht auch dann gleich die dritte Zehnermünze. Ich habe echt keine Ahnung. Wo die sich jetzt hier verstecken soll. Wir können auf jeden Fall hier runter, weil, ne? Der Swarm, der verschwindet ja auch nicht. Wobei wir vielleicht da drin sich befinden. Oh, Brian, ey, was machst du wieder da? Oh. Aber wie soll ich? Hat Gefühl, dass das Level hier, also Zeit läuft ja auch noch parallel. Ist ja gut zu wissen. Naja, was ich eben jedenfalls noch sagen wollte, ist, dass ich den Eindruck habe, dass das Level irgendwie falsch zugeordnet ist. Also, das Level ist ja mal sowas von gut gemacht in meinen Augen. Also, war jetzt schon eine gewisse Herausforderung. Die Idee war nett. Natürlich dann auch mit der Zeit, ne? Die natürlich das Ganze noch ein bisschen hektischer darstellen lässt, ne? Also das war jetzt schon mal wieder seit langem Level, wo ich sage, ja, da kann man mit arbeiten, oder? Also, Winged Boot in the Sky.
So, schauen wir mal. Daumen sind gedrückt, dass das Level jetzt vielleicht nochmal was kann. So, wir sind im Super Mario Brothers 3 Thema unterwegs. Wenn ich es nicht sehen würde, würde ich es auf jeden Fall anhand der Melodie erkennen. So, jetzt natürlich die Frage. Kann ich jetzt den hier machen? Boah, ich glaube, das war nicht so schlau jetzt, ne? Naja, vielleicht machen wir es einfach so. Eieieiei. So, jetzt muss ich es nochmal richtig machen. So, jetzt zum Beispiel. Dann sollte das eigentlich dann auch keine Probleme darstellen. So, das war jetzt nicht so gut. Na, so, ne? So sieht das nämlich auf jeden Fall etwas besser aus. Aber das Level mag ich. Das hat was. I like, das kann ich euch sagen. Oh, jetzt. Jetzt wird es hier kriminell. Denn ihr seht es auf jeden Fall, die Erdanziehungskraft ist natürlich wieder so ein bisschen, ich sag mal, auf den Kopf gestellt. Ja. So. Das sieht total komisch aus, ne? Man hat so den Eindruck, okay, das wird nichts mehr. Der Sprung, der ist durch. Und dann holt er nochmal nach, wie jetzt zum Beispiel. Und dann reicht es dann doch noch aus. Das ist doch ein Scherz. Nein! Oh Mann. Ja, okay, dann müssen wir halt vielleicht nochmal runter. Weil es so schön ist. Ganz komische Sprungphysik hier mit der Erdanziehung. Ganz, ganz komisch. Macht es definitiv etwas schwieriger. Jo. Oh Mann, das ist cool. Das ist echt cool. So, kurz darauf achten. So, jetzt drauf da. Ja, das war wieder nix. Ich verstehe irgendwie nicht so ganz. Der setzt halt nicht immer direkt zum Sprung an, dann auch, wenn ich das drücke. Also, das ist irgendwie ganz komisch. Kann man ganz schlecht beschreiben. Aber das mag ich auch. Nein! Das ist doch ein Scherz. So, hier könnten wir ja auch drauf springen, ne? Oh. So, jetzt noch mal da hoch. Oh Mann, ey, was war das denn jetzt? Oh, ei, 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 ei.
Oh, ist das schön. Ja, normal springen. Oh Mann. Ja, das hat jetzt echt nochmal Bock gemacht. Also, wie ich vorhin schon mal gesagt habe, in dem Bereich, wo die Erdanziehungskraft oder die Schwerkraft ein klein bisschen anders ist, das war schon tricky. Also, das ist auch. Ich bin ja nicht so der Geduldstyp, ne? Der ein oder andere kennt mich vielleicht inzwischen. Das kostet mich echt einige Nerven. Aber, nee, fand ich gut. Hat auf jeden Fall richtig Laune gemacht. Ja, und jetzt seht ihr es auch oben dargestellt. Ja, wir sind bei 10.000 angekommen. Weltranglistenplatz 10.000. Ja, ich habe es natürlich auch schon in den älteren Videos mal erwähnt, thematisiert. Die Top 1.000, das ist unser ausgesprochenes Ziel. Ja. Für alle, die jetzt, sage ich mal, vielleicht neu hinzugekommen sind. Wir werden noch, weiß ich nicht, tausende von Videos wohl machen müssen. Es ist wohl so, es soll jetzt nicht das Problem sein, das werden wir auf jeden Fall machen. Es zieht sich halt nur ein bisschen in die Länge. Ja, ich will einfach nur hoffen, dass wir jetzt durch diese Umstellung mit den ja, schlechten Level, die ich dann im Nachgang rausschneide, dass wir einfach ein bisschen schneller da vorankommen. Ihr seht es jetzt auch schon, wir haben jetzt 494 Level abgeschlossen. Wir haben bei 464 angefangen? Ich bin mir nicht ganz sicher. Es könnten auch 68 gewesen sein. Ne? Also viele Level, eine Handvoll nur in Anführungszeichen, die wieder ja schön waren. Ne? Man kennt das ja. Deswegen haben wir ja das System ein klein wenig umgestellt. Ja, Weltranglistenplatz 10.000 haben wir erreicht. In den nächsten Leveln werden wir dann in der 9.000er Region unterwegs sein. Davon gehen wir mal stark aus. Das wird auf jeden Fall so kommen. Ja, und ich würde sagen, wir legen jetzt hier nochmal ein kleines Päuschen ein. Im nächsten Video geht es dann natürlich an der gleichen Stelle weiter. Wenn euch dieses Video gefallen haben sollte, ja, dann würde ich mich natürlich sehr darüber freuen, wenn ihr einmal den Gefällt mir-Button drückt. Und wenn ihr in Zukunft keine weiteren Videos hier verpassen wollt, dann müsst ihr unbedingt den Kanal abonnieren. Muss ich euch nicht sagen, wisst ihr alle, ja. Und ja, dann würde ich sagen, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder, sofern ihr Lust habt. Bis dahin, passt auf euch auf, habt eine gute Zeit. Bis dann. Ciao, ciao.